Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch gern die Diorama-Welt vorstellen, das Team und wie alles begann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Los ging es um die Jahrtausendwende, so die Jahre 2000, 2001, 2002. Ich war da beruflich in Essen und das erforderte einfach so ein bisschen eine Pendlerkultur. Und eine Woche fuhr ich nach Hause hierher ins schöne Südbayern und eine Woche kam meine Frau nach Essen und besuchte mich dort. Wie es in der Natur der Sache liegt, wir haben natürlich Ausflüge gemacht, wir waren weg, wir haben Stadtbesichtigungen gemacht und ähnliches. Und dabei habe ich in irgendeiner Straße, ich weiß es nicht mehr, beim Spazierengehen einen ganz kleinen Laden gefunden. Ich glaube, es war 2001 oder 2002. Und in dem kleinen Laden gab es so wunderbare kleine Zinnfiguren. Die waren toll bemalt, waren so Fantasy-Figuren. Ich fand die herrlich. Ich fand die herrlich und war allerdings abgeschreckt vom Preis damals. Und, aber ich habe die dann meiner Frau gezeigt und die sagte nur, naja, klar, die sind schön, die sind wunderschön, wunderschön teuer. Und damit war das Thema damals ziemlich erledigt. Aber ich kam natürlich immer und immer wieder an dem Laden vorbei und irgendwann bin ich mal reingegangen und habe mich drin mit den Jungs unterhalten. Und ich glaube, die meisten wissen in der Zwischenzeit, wovon ich rede. Ich rede von einem Games Workshop Laden. Und damals war Warhammer Fantasy bei mir nicht bekannt, kein Begriff, nichts. Ja, es war eine tolle Sache, ein kleines Fantasy-Paradies, das ich da fand. Und es war wirklich ein kleiner Laden. Der hatte, wenn ich mich richtig erinnere, hatte der, glaube ich, nur ein kleines Schaufenster vorne. Ich hatte später Mühe, den Laden wiederzufinden. Ja, auf jeden Fall, über kurz oder lang kam was, kommen musste hier und ich habe mir die Fantasy Starterpackung gekauft. Zum Leidwesen meiner Frau, aber okay, ich musste in Essen auch irgendwas zu tun haben und so war ich abends wenigstens mit Kleben und Basteln und Bemalen beschäftigt und kam nicht auf andere dumme Ideen. Und Geld ausgeben ist immer gleich. Gehst du abends weg, gibst du genauso Geld aus. Also habe ich mir die Starterpackung gekauft und damals angefangen, habe mich mit den Leuten im Laden unterhalten, habe festgestellt, einer von den Leuten wohnt ganz in der Nähe, wo ich mein kleines Zimmer oder meine kleine Wohnung da gemietet hatte. Ich habe mich mit ihm getroffen und er hatte eine Echsenmenschenarmee. Und da war ich erstmal erschlagen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Punkte das damals waren, aber für mich waren das irgendwie ganz viele. Der Virus hat um sich gegriffen. Es ging los. Ich habe dann erfahren, dass es was gibt wie ein Games Day von Games Workshop natürlich. Und der Games Day, ich habe meine Frau überredet, gesagt, lass uns mal hingehen, lass uns das anschauen. Es ging dann los und wir waren dann auf dem Games Day, also jemand sieht es nicht mehr so gut, in 2002, in 2003, das hier war dann 2003, die Sommeroffensive, stimmt das? Nein, die war 2006. Hier, dann war, hier haben wir 2000, genau hier haben wir 2003 die Sommeroffensive. In 2006 waren wir dann. Und so ging das immer weiter und weiter und weiter. Den letzten Games Day, den wir besucht haben, das war der hier, das war 2011, kann man lesen. Ja, genau. Mit dem netten Spruch unten drauf hier: Unschuld beweist gar nichts. Ja, ob jetzt Unschuld was beweist oder nicht, aber ich gebe es zu, ich bin schuld. Damit hat alles angefangen. Übrigens, Games Day 2011 war auch der letzte, auf dem wir waren. Wir haben dann festgestellt, irgendwie, es ist jedes Jahr dasselbe. Und es ist für uns von Südbayern aus natürlich nach Köln
mit Übernachtungen für zwei Personen, der Eintritt, die limitierten Sonderfiguren, die man natürlich immer mitgenommen hat, und hier auch die T-Shirts und die Sache und vielleicht der ein oder andere Einkauf. Es ist auch eine Geldsache. Und da haben wir gesagt, okay, gut, eigentlich, naja, seit 2011 waren wir nicht mehr. In der Zwischenzeit gibt es das in Köln ja sowieso nicht mehr. Und ja, das waren so eigentlich die Anfänge. Wir haben dann angefangen, Armeen zu malen, zu basteln, und es wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ich habe heute riesige Kartons voll mit Miniaturen. Ich habe eine zigtausend Punkte große Bretonenarmee, wir haben die Zwergenarmee, wir haben eine Hochelfenarmee. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben, und das ist natürlich schon Wahnsinn. Es ging dann weiter mit den ganzen Herr der Ringe-Sachen, und bei Herr der Ringe habe ich kartonweise. Wir haben die Sonderfiguren, den White Dwarf, der jedes Jahr rauskam, vom White Dwarf Abo und so weiter. Alle die Sachen, alles da. Das meiste ist nur zusammengebaut, nur grundiert schwarz, aber nicht mehr bemalt. Irgendwann ging die Zeit aus. Und auch die Prioritäten haben sich dann verändert. Und ja, das, was ihr hier seht an Bildern, das hat meine Frau bemalt. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch schon beim Team. Denn aus dieser Geschichte ist eigentlich die heutige Diorama-Welt entstanden. Ich habe gebastelt, gebaut, habe das ein oder andere Geländestück auf die ganz normale modellbahntechnische Art und Weise erstellt, so wie es eben der gemeine Modellbahner früher gemacht hat und wie es ja heute die Tabletop-Szene großteils auch macht. Denn es ist ja nichts Neues erfunden, es ist ja eigentlich nur, wenn man es genau nimmt, übernommen von den uralten Modellbahntechniken. Die Materialien haben sich ein bisschen verändert, klar, aber das ist der Zeit geschuldet. Ingrid war schon immer die Kreative. Das war auch diejenige, die sich mit Farben auskennt. Also, wenn es nach mir ginge, wäre alles irgendwie sehr eintönig grau oder vielleicht auch noch schwarz oder blau oder beige, aber dann würde sich das ziemlich erschränken bei mir. Das heißt auch, das Bemalen bei uns, das macht Ingrid. Sie ist der kreative Kopf, und es hat eigentlich dann größere Ausmaße und Veränderungen gegeben. Ich bin als Kind der 60er Jahre, 70, 75 mit Playmobil in Berührung gekommen. Als ja 1974, 75 Playmobil rauskam, war ich genau in dem Alter, wo man gerade noch damit spielt. Und es hat bei uns immer Playmobil gegeben. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, bei jedem Anlass gab es Playmobil. Immer waren ein paar blaue Schachteln dabei. Und von daher hatte ich eine ziemlich große Playmobil-Sammlung. Hatte Vergangenheitsform, ich habe sie vor kurzem verkauft. Aus verschiedenen Gründen. In erster Linie waren Platzgründe mit dafür verantwortlich. Und mich hat bei diesen Gebäuden hat mich immer gestört, dass die eigentlich alle gleich aussehen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Playmobil schon mal ein bisschen betrachtet habt, die alten Systeme, da gab es die Westernhäuser, und ich war ganz großer Westernsammler. Aufgewachsen mit diesen ganzen Western-Sachen, mit Karl May und Winnetou und allem, was es da so gab. Bis hin eben ja, zu diesem ganzen Western-Paket von Playmobil. Also ich habe da eigentlich alles gehabt. Und wenn du hier halt eine Westernstadt aufbaust, ja, und da stehen 10 oder 15 Häuser, und es sind immer die drei gleichen, immer ein spitzer Vorbau, oder dann das leicht runde Schild, oder das normale flache Schild, eigentlich war es das im Großen und Ganzen. Dann gab es immer die viereckigen Säulen, immer genau die gleiche Säule vorne dran. Nur ein gerader Balken. Das waren so die Sachen, die haben mich gestört. Und dann habe ich angefangen überlegt, gut, okay, was kannst du machen? Man kann andere Aufkleber drauf machen, man kann es anders bemalen.
Die Originalteile damals habe ich nicht zersägt, wie das manche andere machen, oder sonst irgendwie umgearbeitet mit manueller Art. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Und von daher war es immer schade, dass es nichts gab. Vor ein paar Jahren bin ich in Berührung gekommen mit der 3D-Druckgeschichte. Und ich habe dann mir einen Drucker gekauft. Zuerst war ich in der 3D-Druckgruppe, habe ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen Film gemacht, wie das funktioniert. Dann habe ich mir dann einen gekauft. Der steht jetzt hier unten im Regal. Sieht man jetzt, glaube ich, hier nicht mehr, höchstens noch ein bisschen am Rand. Das war ein Mendel 90 und das war eigentlich damals ein guter Drucker. Und mit dem habe ich angefangen und habe mir selber neue Dächer, neue Pfosten, neue Verkleidungen, also solche Teile gebaut, die zu den Playmobilhäusern von mir gepasst haben, die es aber nicht gab. Hat keiner gehabt. Es gab ein guter Bekannter von mir, der stellt die aus Resin her. Da kosten 4 so Pfosten, aber ich weiß es jetzt nicht, ich glaube 36 Euro oder sowas um den Dreh rum. Was dann natürlich, ich sag's mal vorsichtig, was vermutlich mehr ist als so ein einfaches Haus kostet, wenn man es heute noch irgendwo auf dem Flohmarkt findet. Also habe ich gesagt, muss andere Möglichkeit geben. Ich hatte am Schluss von diesen alten Häusern ungefähr 70 Stück. Und bei 70 Häusern kaufst du natürlich nicht, 40 Mal oder so einen Pfostensatz für 36 Euro, der wo jedes Mal nur eine andere Farbe hat, aber eigentlich immer, auch immer der gleiche ist. Und so habe ich angefangen, die Dächer und die Pfosten selber zu machen. Ich habe die verändert, ich habe die teilweise zusammengesetzt aus verschiedenen Sachen, an 3D-Druckprogrammen und habe die selber für mich gemacht. Und damit ging eigentlich die ganze Geschichte los. Wenn man so auf Treffen war oder wenn man so ein Gebäude dann irgendwo gezeigt hat, ja, Bild oder wie auch immer, oder Freunde, Bekannte haben das gesehen, die das gleiche Hobby haben, dann haben die gesagt, Mensch, das ist super, das kannst du mir das nicht auch machen. Okay, kann man machen. Kann man einmal machen, kann man zweimal machen. Und dann kommt der deutsche Staat und sagt, du, das sind Auftragsarbeiten, die du da machst, das ist gewerbepflichtig. Und dann waren wir am Überlegen. Ich sagte, was machen wir? Eigentlich wollen wir weitermachen. Ich will meine Sachen weiterhaben. Ich bin auch jemand, der sehr schlecht Nein sagen kann bei Freunden. Und wollte es natürlich auch meinen Freunden weitergeben. Und da haben wir gesagt, okay, gut. Wir melden Gewerbe an. Meine Frau hat also das Gewerbe angemeldet. Als kreativer Faktor. Wie immer dann auch vorneweg. Und ja, seitdem bin ich ein bisschen in den Vordergrund geschoben. Ich bin derjenige, der redet, ich bin derjenige, der verhandelt, ich bin derjenige, der vor der Kamera sitzt, ich bin derjenige, der zeigt und der macht und erklärt und tut. Und meine Frau ist diejenige, die auch alles kann, aber die eigentlich die andere Seite wählt. Die ist dann hinter der Kamera, die ist hinter dem Pinsel, die ist hinter dem Foto. Die ist eher etwas medienscheu, wenn ich mal das so sagen darf. Aber zusammen ergänzen wir uns natürlich gut und von daher ging das auch recht gut weiter. Und wenn ihr jetzt mal hier so einen Blick hinter mich werft, hier, ja, da stehen jetzt in der Zwischenzeit schon hier allein im Bild schon 3 Prusa MK3S. Das ist die neueste Generation der Prusa-Drucker. Und wir haben einen Online-Shop, wir haben eine Homepage, wo wir das zwischenzeitlich alles auch so vertreiben. Das heißt, die Diorama-Welt ist dann auch gewachsen. Wir sind in den Foren unterwegs gewesen, wir waren auf Messen unterwegs. Wir waren unter anderem natürlich auf einigen Ausstellungen und Messen in Deutschland, aber wir waren auch in Spanien, wir waren in Frankreich, wir waren in Luxemburg, in Belgien waren wir schon. Ich glaube, das war's. Spanien, Frankreich, Luxemburg, Belgien. Und die deutschen Ausstellungen, das ist das, was wir so die letzten anderthalb Jahre so gemacht haben, wo wir überall dabei waren und ausgestellt haben. Die Resonanz war durchaus angetan.
den Leuten gefällt es, was wir machen. Und ja, es ist jetzt eigentlich auch alles in Ordnung soweit. Damit waren wir so beim zweiten Schritt von unserer Diorama-Welt. Und jetzt kommt eigentlich hier schon der nächste Schritt. Wir gehen quasi in eine Version 3.0, wenn man das so nennen darf, und haben jetzt neben dem Blog auf der Homepage und neben vielen anderen Sachen auch noch die neuen Medien mit in Beschlag genommen. Wir sind auf Instagram zwischenzeitlich vertreten und jetzt ganz neu momentan in der Gründung, was ihr hier seht, unsere ersten Schritte, unsere ersten Übungen im Bereich YouTube-Kanal. Das heißt, wir wollen euch hier mit den Formaten Diorama Welt News, was wir jetzt gerade machen, den Diorama Welt Werkstatt und Diorama Welt Projekt Sparten aus verschiedenen Bereichen zeigen, was hier sich so abspielt, was sich so tut, was es so Neues gibt, aber auch ganze Projekte vorstellen, wie zum Beispiel das Mittelalterhaus für Playmobil, das wir gerade ja schon online gestellt haben, oder aber auch für Star Wars Legion im Tabletop-Maßstab oder wenn wir in die Werkstatt gehen, ganz profane Dinge, mit denen wir tagtäglich zu kämpfen haben oder vielleicht Gott sei Dank auch nicht, Sachen wie das Filamentproblem. Und da gibt es ganz viele Dinge mehr. Wir werden euch dann mal zeigen, wie man zum Beispiel auch Stützmaterial entfernt, was das für ein Aufwand ist oder das Nachbearbeiten, wenn es erforderlich ist, von gedruckten Teilen, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig perfekt waren, bis hin zu Malaktionen, auch das ist geplant. Dort wird dann eine der wenigen Videos mit dabei sein, wo dann auch mal die Ingrid mehr im Bild ist oder vielleicht auch nur ihre Hände, das müssen wir dann mal schauen, wie wir das genau machen. Auf jeden Fall, das sind so die Sachen, die Entwicklungen, die wir hier so haben. Und ja, eigentlich ein fast normaler Werdegang, wenn man so überlegt, was da alles passiert ist. Jetzt steht als nächstes ja, ein Umzug an. Wir werden unsere Wohnung nochmal wechseln und haben dann neue Räumlichkeiten, wo wir noch ein bisschen mehr agieren können, wo wir noch ein bisschen mehr Lagerplatz haben, wo wir dann vor allen Dingen auch wo ich eine eigene Werkstatt habe, in dem Sinn einen eigenen Hobbyraum, wo das Ganze drumherum gebastelt wird. Es wird einen kleinen Malplatz geben, einen Fotoplatz haben wir auch geplant. Ich hoffe, dass wir den realisieren können. Und es wird natürlich auch die 3D-Druckecke weiterhin geben, hier mit der 3D-Druckwand und dem ganzen Zeug, was man alles dazu braucht. Ja, das wird die nächsten Wochen und Monate in Beschlag nehmen. Dazu kommt, dass ich für eine kurze Zeit ausfalle, ich denke mal so 4-6 Wochen, da müssen wir dann schauen, wenn wir es machen, aber ansonsten, das ist das Leben, so geht es weiter. Wir werden euch auf jeden Fall, sofern es geht, jetzt gleich von Anfang an noch konstant auf dem Laufenden halten, spätestens wenn ich wieder voll einsatzfähig bin. Dann werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass wir wieder regelmäßig hier Beiträge posten. Ich hoffe, dass euch die Idee gefällt. Wenn ihr das gut findet, ja, dann liked es einfach mal hier. Ihr könnt es ja natürlich auch ins Abo nehmen. Ihr wisst ja, wie das geht hier unten. Ja, einfach draufklicken und hinterlasst Kommentare. Hinterlasst ruhig auch Kommentare. Sagt mal uns, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, ach komm, ist blöd, noch einer, der hier auf YouTube Sprüche macht. Oder ob ihr sagt, naja gut, interessant, zeig uns mal dieses oder zeig uns mal jenes. Mach mal einfach, ja. Und ich würde mich freuen über die Kommentare. Ich werde dann auch vielleicht auf den einen oder anderen drauf eingehen. Wenn ich da einen interessanten rausfinde oder rauspicken kann, dann gehe ich darauf mit Sicherheit auch gern ein. Ansonsten, liken. Oder auch nicht, wenn es euch nicht gefällt. Ihr könnt es natürlich ins Abo nehmen und kommentieren. Und ihr könnt es teilen und weiterempfehlen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Denn gerade am Anfang ist es natürlich so, es muss zuerst mal irgendwie ein bisschen bekannt werden, dass wir sowas machen. Und die Verbreitung ist ja, sage ich mal, am ehesten über die YouTube-Kanäle oder Facebook etc. das Einfachste. Von daher, nutzt den Link,
Nehmt es mit, teilt es, veröffentlicht es, gebt es weiter. Ja, ich denke, damit habe ich alles gesagt, was zu sagen war. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben in unsere Entstehungsgeschichte, wie das bei uns so gelaufen ist und wie wir an diesen Punkt hier gekommen sind, dass wir auf einmal jetzt auch auf YouTube Videos machen. In diesem Sinne, schaut, dass es als nächstes gibt, lasst euch überraschen und beteiligt euch ein bisschen hier. Ihr wisst ja, hier unten gibt es die ganze Leiste, wo man alles einblenden kann. Klickt dort an, macht mit und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.